In diesem Video seht ihr ein Live-Interview auf der Bühne von Motorradabenteuer im Rahmen der Motorradmesse Dortmund 2024. Private Einblicke hinter die Kulissen dieser Veranstaltung gibt es ja bereits zu sehen und ist hier nochmal verlinkt. Jetzt viel Spaß mit Claudio und dem Interview über die Marokko-Reise, das auch als Podcast auf Pegaso-Reise zu hören ist. Es ist mal wieder Zeit für ein richtig, richtig gutes Motorradreisegespräch. Caro, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du da bist, Caro. Wir haben uns gerade schon hier am Eingang getroffen. Haben festgestellt, boah, das ist ja heute total voll und wuselig hier, wenn man hier so eine Runde durch die Hallen dreht, sich durch die Menschenmassen schiebt, hier und da quatscht. Ich meine, du wirst auch ständig angequatscht, dann ist das ganz schön wuselig und du sagtest, eigentlich müsste man erstmal so eine Minute hier Meditation machen, ne? Ja, finde ich schon, irgendwie, um mal so anzukommen. So von wegen hier Marokko. Du sprichst ja gleich über deine Reise durch Marokko, über die Wüste. Stellt euch vor, so eine Wüste, bis zum Horizont nur Sand. Schließt die Augen, atmet ein und aus. Das machst du sehr schön, Claudio. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Caro. Caro unterwegs. Dankeschön. In der Ferne, unterwegs in der Natur, da wo es grün ist oder eben halt in diesem Fall eben halt sandig braun. Du warst in Marokko. Darüber wollen wir sprechen. Was war, um es jetzt mit der Astrid zu sagen, die Motorradfrau, die gerade hier auf der Bühne war, was war dein guter Grund, nach Marokko zu fahren? Ja, ich will dieses Land jetzt nicht nur darauf reduzieren, aber ich muss zugeben, am meisten angezogen hat mich die Wüste. Also, weil mein großer Traum ist ja immer gewesen, seit ich die Afrika-Twin RD07 gekauft habe und damit unterwegs bin, seit ich meinen Führerschein gemacht habe, dass ich damit einmal durch die Wüste fahren kann. Und eigentlich wollte ich ja in die Mongolei, in die Wüste Gobi, was sich dann leider 2020 wegen Corona zerschlagen hat. Und dann bot sich mir 2023 die Gelegenheit, mit einem guten Freund und seinen Freunden, die mittlerweile auch meine Freunde sind, in die Wüste von Marokko zu fahren. Und ja, das hat mich natürlich total gelockt dann. Jo, ja. In die Sahara. Ja. Jo, ihr wart als Team unterwegs mit dem Markus, dem Volker, der auch irgendwo ist. Volker! Jo, den Volkmar. Ich glaube, der ist heute nicht da. Der ist nicht da. Mhm. Ach, wie schade. Genau. Ihr wart mit 4 Motorrädern. Genau. Unterwegs. Und du mit deiner alten Afrika-Twin. Wie alt ist die eigentlich? Das ist so ein richtig... schon ja, Youngtimer, ne? Baujahr 2002, ist also quasi die letzte, die da so gebaut wurde in der Reihe. Kleine Korrektur, 2002 war nicht das letzte Baujahr, sondern nur die Erstzulassung für meine RD07. Darauf hat mich anschließend jemand aus der Community aufmerksam gemacht. Guck mal, ich will, dass du mir das sagst. Ja, ich versuche das immer nicht vor, wenn die Leute erzählen, ich habe 2002. Nein, ich habe schon 2000, Erstzulassung 2002. Ja, aber... Cool. Ja. Ja, gut. Okay, gut. Ja, nicht. Ja. Ja, aber die macht sich sehr gut. Also dank Markus Top-Pflege und auch die Top-Pflege von Julien. Jetzt kurz vor der Reise haben wir natürlich nochmal alles, was musste, neu gemacht. Weil die hat natürlich jetzt auch schon mittlerweile 180.000 Kilometer gelaufen. Also ist schon gut was runter, aber ich sag mal, da geht noch was, klar. Ne? Ja, die hat ganz gut mitgehalten. Die anderen waren auch mit 2 neuen Afrika-Twins dabei und der Volkmar mit einer R1250 GS. Ein richtig schweres Teil. Also eigentlich so die Dickschiffe, wo man sagen würde, durch den Wüstensand mit so großen Motorrädern ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend, oder? Anstrengend trifft es gut, ja. Also das macht am Ende dann, finde ich, aber auch das Abenteuer aus, dass es nicht immer einfach ist, sondern dass man sich schon manchmal überlegt, wo bin ich hier? Warum mit diesem Motorrad? Aber ja, die Frage, also die stellt sich eigentlich nie wirklich, sage ich mal, sondern man denkt sich einfach nur geil an diesem Ort mit einem Motorrad zu sein und es auf eigene Faust hier hingeschafft zu haben. Ist einfach mega. Also ich kriege Gänsehaut irgendwie. Oh, ja. Wie viel Zeit hattet ihr?
Also wir hatten uns insgesamt 21 Tage Urlaub verschafft, haben aber auch für den Hinweg 6 Tage gebraucht und waren dann vor Ort am Ende nur 10, was deutlich zu wenig war. Also bei Marokko, wir hatten auch eine ganz andere Route ursprünglich geplant, was man überhaupt Planung nennen kann. Es war jetzt nicht so extrem durchgetaktet, aber wir hatten jetzt schon so uns überlegt, so eine große Runde zu fahren, einmal runter bis in die Wüste Erd Chebbi. Und dann wollten wir eigentlich rüber bis an die Atlantikküste und dann wieder hoch nach Nador ans Mittelmeer, wo wir auch angekommen und anschließend auch wieder abgefahren sind. Haben wir nicht geschafft, war nicht schlimm, kommen wir nochmal wieder. Ja, weil einfach schon in den ersten 2-3 Fahrtagen in Marokko selber die Route uns völlig irgendwie ausgeliefert hat in die totale Steinwüste an einem Tag. Einmal mussten 2 von uns umdrehen, weil es nicht mehr weiterging mit ihren Motorrädern. Und das war aber trotzdem genau richtig so. Also es war anders geplant und es ist anders gekommen und es war gut. Ja. Du hast deine Reise dokumentiert auf ganz vielen Videos. Oder kommt sogar noch was? Ich glaube, die ist noch nicht ganz komplett. Ne? Da kommt noch was. Genau, es kommt immer so etappenweise so Videos, wo man sieht, wie ihr unterwegs seid, aber auch wie ihr geplant habt. Und das ist dann so richtig romantisch mit so einer großen Papierkarte, die ihr so auf dem Tisch ausbreitet, mit dem Marker da so langfahrt und überlegt, da können wir langfahren, hier können wir langfahren. Ja. Machst das gerne, dass du tatsächlich erstmal die Planung nicht digital, sondern wirklich auf der Papierkarte machst. Toll. Ich mag das, was in der Hand zu haben und auch dann so alles auf einen Blick, ne? Und dann zu wissen, so hat es so anzufassen und dann schreibe ich mir da auch hin, wann kommt die Fähre an und dann fahren wir da und oh, da wird es dann schwierig, so ja, ja, und genau, ich mag das. Ich fahre natürlich dann vor Ort mit Google Maps, also nach Karte fahren kann ich persönlich jetzt nicht, habe ich nie gemacht, aber so zum Planen ist das schön, finde ich, ja. Jo. Und wie war die Anfahrt? Wie seid ihr überhaupt dahin gekommen nach Marokko? Wir sind erst mit den Motorrädern bis nach Frankreich gefahren, nach Sète. Und von dort aus sind wir dann über das Mittelmeer mit der Fähre nach Nador gefahren. Und das war echt eine lange, lange Fährfahrt. Also wir haben 2 Nächte auf dieser Fähre geschlafen. Und ich würde behaupten, das war auch echt eine gute Art anzureisen, weil man erstmal Zeit hatte, sich so mental darauf vorzubereiten. Man hat die letzten Tage vor Abreise natürlich total viel noch gemacht, das Motorrad gepackt, probiert, so, ne? Und dann ist man echt so nur am Machen und Denken. Man kann sich monatelang auf eine Reise vorbereiten, aber am letzten Tag kommt nochmal alles so zusammen. Ja, und also bei egal, mir ist wie lange. Genau, und bei mir ist es halt auch dadurch, dass ich meine Reisen verfilme. Ich kam gerade vorher aus einer Frankreich-Reise auch nochmal und dann habe ich da quasi noch gerade die letzten Filme beendet. Und dann geht es halt schon auf die neue Tour und das ist halt so ganz knapp gewesen. Das heißt, ich hatte mental irgendwie noch gar nicht so die Zeit. Ich habe da so ein paar grobe Daten über Marokko mir vorher durchgelesen, einmal auf die Karte geguckt, okay, wir haben ein Vortreffen gemacht mit uns Vieren als Reisegruppe, weil den Volkmar, den kannte ich vorher halt gar nicht. Volker hatte ich einmal gesehen und Markus ist halt ein guter Freund von mir. Und genau, so haben wir dann quasi auf der Reise uns erst so richtig als Team überhaupt kennengelernt und da war nicht viel an Vorbereitung. Wie ist das, wenn man sich auf so eine Teamfahrt, weil normalerweise bist du eigentlich eher allein unterwegs, ne? Das genau. Ist ja irgendwie so dein Ding, du, die solo alleinreisende ja. Frau. Jetzt mit einem Team, war das eine neue Erfahrung für dich, wirklich dich darauf einzulassen? Weil man muss ja sich dann immer mit den anderen absprechen, überlegen, wie weit fahren wir, wie können wir fahren, wie wollen wir fahren. Man muss auch Kompromisse eingehen, oder? Ja, ich muss gestehen, das war auch eine der größten Sorgen, die ich hatte, bevor wir gestartet sind, weil ich halt wirklich eigentlich ein Mensch bin, der gerne alleine ist, vor allem auf Reisen. Ich kann so mein Tempo machen, da drängelt mich keiner, ich muss mich nicht irgendwie beeilen und ich kann mir die Zeit nehmen für mich, für Ruhe. Und auch mit dem Film, das ist halt immer abends auch nochmal Zeit, um alles zu sichern. Da hatte ich echt Angst, dass das irgendwie nicht klappt und dass ich da die Reise gar nicht genießen kann, weil ich immer nur damit beschäftigt bin, hinterherzukommen oder Gespräche zu führen, die ich eigentlich gerade gar nicht führen will, weil ich mich eigentlich auf das Land einstellen und konzentrieren möchte. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert, weil wir, glaube ich, als Gruppe echt gut gepasst haben. Ja. Ja. Ich meine, es sind ja auch nette Leute, ne? Volker kenne ich schon eine Zeit lang, den Volkmar habe ich kürzlich auf dem Wintertreffen kennengelernt. Das ist auch ja. gut mit
coolen Leuten unterwegs zu sein. So, und jetzt beschreib mal, dann seid ihr irgendwann angekommen, genau, wo in Marokko? In Nador. Nador? Das ist oben am, ist genau, an der Küste. Ja, ja, genau. Ihr fahrt von der Fähre runter und seid dann in Afrika. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Kannst du den beschreiben, wie das ist, sich lange darauf vorzubereiten, die ganze Hektik des Planens, des Packens, die Sachen zusammensuchen, dann irgendwie das erstmal ruhige unterwegs sein auf der Fähre und dann der Moment zu wissen, jetzt geht's wirklich los. Ja, da scharst du auch echt mit den Hufen. Wenn du da vorher 3 Tage auf dieser Fähre nichts gesehen hast als blau, und dann kommst du da hin und dann kriegst du das komplette Kontrastprogramm. Also du wirst ja direkt, weil Nador ist wirklich so eine Stadt, da ist es ist groß, es ist super viel los und die Menschen sind halt dort auch sehr kontaktfreudig, nenne ich das jetzt mal positiv. Und da habe ich mich erst so ein bisschen erschrocken, weil du kommst halt runter, du hast direkt die Aufgabe, Geld abzuheben und eine Handykarte zu besorgen. Das sind schon mal so 2 große Tasks auf der Liste so und dann kommst du da runter und hast so dieses Ziel. Und gleichzeitig kommen halt immer wieder Leute, die dich irgendwie ansprechen. Und also da hatte ich direkt am Anfang eine Begegnung mit jemandem, der dann auch dann um Geld fragte. Und ich war so, okay, das kann ja lustig werden hier so, ne? Aber hat sich im Nachhinein überhaupt gar nicht in die Richtung bestätigt. Also war wirklich dann viel schöner, als man dann rausgefahren ist aus Nador. Also das kann ich nur sagen, man fährt da rein, man darf sich nicht abschrecken lassen von diesen ersten Eindrücken vielleicht, weil das natürlich dann echt so viel ist und ja, neu natürlich auch. Ne? Wie sieht es aus in Nador? Also es sind viele Tiere auf den Straßen, auch Katzen, Hunde, sind sehr, sehr viele Wilde da unterwegs und natürlich auch ganz viele Menschen, die einem auch immer freundlich winken. Also man kriegt eigentlich sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit als Motorradfahrer mit diesen dicken Maschinen, die kaum ein Marokkaner selber fährt. Also das ist klar, dass das dann Touristen sein müssen. Und es ist halt viel los, ne? Kleine Gässchen mit ganz vielen Geschäften. Und also ich glaube, wenn man runterfährt von der Fähre, es gibt bestimmt in den ersten 60 Minuten bestimmt, weiß ich nicht, 20 Möglichkeiten, eine Handykarte zu kaufen, wenn nicht mehr, weil man wird auch auf der Straße beim Fahren angesprochen mit Leuten, die auf der Straße Sachen verkaufen, Parfüm, ja natürlich, ich brauche jetzt mal Parfüm, wenn ich da eine Beere rulle. Nee, aber eine Handykarte kann man da halt auch so von den Leuten am Straßenrand kaufen. Haben wir nicht gemacht, wir haben uns für einen Laden entschieden, weil wir einfach dachten, das wirkt ein bisschen seriöser. Wer weiß, was der dir da für eine Karte verkauft, ne? Und Geld musst du dir auch noch tauschen, also irgendwo bei Bankautomaten finden. Genau, und das hat dann auch nicht direkt funktioniert bei allen, mit der Kreditkarte da Geld abzuheben. Da musste man zum anderen Bankautomaten und das war schon echt, also da ist man irgendwie froh, wenn man mit mehreren da ist. Das heißt, wenn dann was nicht klappt, bei mir persönlich, hast du dann noch jemanden, der dir vielleicht erstmal aushelfen kann. Ne? Also das. Stimmt, das ist ja auch so eine Erfahrung in allen möglichen Ländern mit allen möglichen Karten. Manchmal geht was und manchmal geht es nicht. Und da gibt es auch nicht so eine Regel, ob jetzt die EC-Karte funktioniert oder die Kreditkarte nicht oder andersrum oder umgekehrt. Deswegen ist es nicht verkehrt, mit mehreren Karten unterwegs zu sein, alle möglichen Karten reinzuschieben und zu gucken, irgendwann kommt da auch ein bisschen Geld raus. Genau. Viel Leben spielt sich auf der Straße ab, hast du erzählt. Und habt ihr auch mal so Streetfood probiert? Also wie ist das so mit Ernährung und Essen auf den Straßen von Marokko? Ja, also ja, wir sind direkt an dem ersten Tag, wo wir runtergefahren sind von der Fähre. Wir hatten unsere Handykarte, wir hatten Geld gewechselt. Und das Erste, was wir dann angefahren sind, war wirklich so ein Imbiss. Wir haben das danach ausgemacht, wo wir hinfahren, wo es quasi so nach Fleisch roch und man sieht, das steht direkt an der Straße, haben die dann ihre Grills aufgestellt und das sieht gut aus, das riecht super, sind wir direkt hingefahren und ja, das ist toll, weil du isst dann da quasi inmitten der Einheimischen und das ist einfach echt, ne? Und die sprechen dann ja auch irgendwie alle nicht unbedingt Englisch, Französisch eher, könnten wir jetzt alle auch nicht so super. Und man verständigt sich dann irgendwie, aber das Essen ist da auch halt überhaupt nicht teuer. Also man kann da wirklich sich satt essen. Wir hatten dann da Fleisch, Fisch konnte man bestellen. Man weiß halt auch nicht so ganz, was man bestellt. Ne? Man sieht da irgendwas liegen und dann denkt man so, ja, ich glaube, das ist lecker. Ne? Ja. Ich meine, das Gute ist, wenn es direkt am Straßenrand zubereitet wird, dann kannst du ja drauf zeigen und sagen, das möchte ich gerne haben. Oder was da am Nachbartisch ist, einmal bitte den Teller. Ich hätte gerne die Katze, die da hinten über die Straße läuft. Aber
Es hat dann meistens auch geschmeckt. Also ich bin dann eher so auf Nummer sicher gegangen, dass ich dann irgendwie so oft Pommes oder sowas bestellt habe, aber typisch ist eben auch Reis oder diese Tangine. Das ist so ein Schmor, also ein Lehmtopf, da wird dann so Essen drin geschmort, Gemüse, Couscous, was auch total lecker ist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, hatte dann auch im Nachhinein irgendwie einen guten Grund, weil ich habe das einmal gegessen und direkt den Tag danach kam es dann auch fünfmal oben wieder raus. Ja. Obwohl bei Tangine müssen wir eigentlich denken, weil das alles so durchgeschmort wird. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob es auf den 3000 Höhenmetern lag, ob es an dem vielleicht verseuchten Trinkrucksack Blasenwasser lag. Ich weiß es nicht. Mhm. War auf jeden Fall nicht schön. Aber genau, also so haben wir halt eigentlich immer so Unterschiedliches gegessen. Mal was typisch Marokkanisches mit Tangine oder aber auch was typisch Deutsches, Pommes. Irgendwie. Die deutsche Pommes. Ein bisschen Heimat noch mitnehmen. Tankrucksack ist ein gutes Stichwort, weil ne, warmes, genau, wie warm war das eigentlich so? Ihr wart jetzt nicht in der Hochsommersaison da, nee, oder? Genau, wir sind von Mitte Oktober bis Mitte November da gewesen und das war auch genau richtig. Also das würde ich genauso nochmal machen, weil wir eben auch in die Wüste gefahren sind. Es war nicht so heiß, dass man sich irgendwie nicht mehr bewegen konnte oder da dehydriert ist. Was heißt nicht so heiß? Wie viel Grad so ungefähr? Ich würde schätzen, irgendwie so 20 bis 25 Grad, also so richtig angenehm. Und in der Nacht, weil wir ja natürlich auch oft gezeltet haben, wurde es dann auch teilweise richtig, richtig kalt. Mhm. Also da muss man sich echt gut was mitnehmen. Ja, stimmt. Wüste ist ja dafür bekannt, dass es tagsüber sehr heiß, aber sobald die Sonne weg ist, auch sofort sehr kalt werden kann. Ja. Wie kalt wurde es? Du, ich hatte kein Thermometer mit, mein Motorrad hat keine Anzeige für Temperatur, aber ich schätze mal, es wurden bestimmt so um die 5 Grad oder 0 Grad vielleicht sogar. Aber ich hatte auch einen richtig guten Schlafsack dabei. Ich habe ja so einen Schlafsack, der hat so minus 10 Grad Komforttemperatur. Okay. Hatte ich da mir damals für die Mongolei-Reise gekauft. Ja, ist super. Noch ein Fließinlet rein. Muckelig. Ganz wichtige Frage, wie ist es mit Kaffee? Oder trinkt man eher Tee in Marokko? Hätte ich mal mehr machen sollen. Ich habe auch immer Kaffee getrunken, bis wir dann an einer... Du bist auch so eine Kaffeetrinkerin, ja, oder? Voll. Also morgens mein Kaffee, geht das muss sein. Einen richtig guten Kaffee. Genau. Ich muss mir gerade auch vor dem Interview erstmal da draußen an der Apeisen Cappuccino ziehen. Ja, ich habe auch einen noch im Rucksack mit dabei. genau, also wir haben Kaffee selber gekocht eigentlich immer morgens. Markus und ich waren die einzigen Kaffeetrinker. Wir haben uns dann immer so abgewechselt mit dem Kochen. Und waren dann aber einen Morgen mal, weil wir vom Hotel direkt gestartet sind und wir wollten jetzt nicht im Hotelzimmer den Kocher auspacken, sind wir dann in so ein Café gegangen und haben dann da was bestellt. Und als dann der Erste den Pfefferminztee bestellt hat, das war einfach einmalig. Der hat so Pfefferminzpflanzen quasi vom Straßenrand von einem Herrn gekauft, der mit seinem Esel, was übrigens ein gängiges Fortbewegungsmittel ist da, von seinem Esel, der hatte da überall so, weiß ich nicht, ob das nur diese Pfefferminzblätter waren oder so, aber hatte da halt einen halben Baum mit drauf, da hat er da dann abgekauft, kam zu uns, hat es sozusagen direkt vor uns in das kochende Wasser gemacht. Fertig hast du deinen Pfefferminztee. Stimmt, das hast du auch gefilmt. So in einem Video sieht man das, wie der Typ einfach gegenüber geht, da zu dem Esel da immer kurz so ein bisschen Pfefferminz kauft und dann nochmal laufen, das zubereitet. Oh, ich muss ja noch bezahlen. Oh ja, klar, der Esel wollte schon weiter. Ciao, warte, mein Geld. Aber Marokko hat auch so ein bisschen so Teekultur, ne? Irgendwie, dass man den Tee so einschenkt, dass es auch so ein bisschen schäumt und so. Ja, wo du irgendwie denkst, der trifft die Tasse nicht mehr und der ist irgendwo Kilometer weiter oben und denkst so, wow. Und dann haben die das Ritual. Die haben das auch so ganz komisch gemacht. Die haben dann den Tee, hatten sie im Glas und dann haben die den noch tausendmal wieder in die Kanne geschüttet. Dann war er fast kalt, als ich ihn trinken wollte, aber... Ja, genau, dann, die Trinktemperatur, dass man sich genau, nicht verbrennt. War ein tolles Ritual. Du stehst da und guckst immer nur, mein Tee, kann ich jetzt? Nee. Okay, ihr seid also dann angekommen in der großen Stadt, Hotel, erst mal ein bisschen zurechtfinden, ne, sich versorgen mit Geld und Handy. Aber dann seid ihr irgendwann rausgefahren. Ihr wolltet ja in die Natur bzw. in die Wüste. Wie war das? Genau. Also erstmal haben wir durch Riesenglück einen Campingspot gefunden, weil wir am ersten Abend quasi gar nicht mehr viel Zeit hatten zu fahren und sind dann nur diesen Spot angefahren. Ich habe den auch in meinen Videos verlinkt. Das ist super toll. Also falls ihr mal nach Marokko fahrt und in Nador ankommt, das ist ein super toller Campingplatz mit einem deutschen Inhaber, der das ganz schön da aufbaut. Ja. Das ist nur mal kurz so als
Intro, wenn man da so reinkommt, super schön. Und von dort aus, der hat uns auch super gute Tipps gegeben, wo wir so fahren sollten und so, sind wir dann quasi runtergefahren. Unser erstes Ziel war sozusagen eigentlich die Wüste und auf dem Weg in die Wüste waren wir dann noch in einer anderen Wüste, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. So. Habt ihr euch verfahren? Ja, irgendwie haben wir uns verfahren. Ich glaube, es gibt dann einfach so Straßen, die sind super gut asphaltiert. Und dann gibt es so Straßen, das sind Straßen, wo Marokkaner sagen, das ist eine ganz normale Straße bei uns. Ja, aber für einen Esel. Die auch so auf der Karte eingezeichnet sind. Das heißt, man denkt, no, das ist so ein Strich, ja. Das muss so einfach asphaltiert sein. Genau. Aber ist es nicht. Nee, plötzlich ist nur noch so Eselstraße irgendwie. Ja. Und das heißt, ja. Schotter, Geröll, ich habe gesehen, dicke Steine, wo es echt nicht so einfach ist, mit dem Motorrad durchzufahren. Genau, also teilweise hast du das so genau. Und also an dem einen Tag ist das wirklich so gewesen, da hatten wir dann so eine Straße, wo wir dachten, sollen wir hinfahren oder nicht. Und dann kamen Marokkaner entgegen, wir haben den gefragt, kann man hier fahren? Ja, natürlich, klar, da kam noch einer mit dem Esel entgegengeritten. Ja, das ist super. Ja, und dann ging es aber halt richtig steil hoch. Es war extrem kurvig und der Volkmar mit der super schweren GS, der hatte auch so eine richtig fette Luftmatratze dabei, weil der halt auch riesig ist. Und der kam dann einfach irgendwann nicht mehr gut hoch. Also der ist dann an einem Moment, wo man nicht hätte bremsen sollen, ist er angehalten. Und dann ist der wirklich mit angehaltener Vorderradbremse, ist der den Berg runtergerollt, weil es einfach zu schottrig war. Und der ist dann nicht mehr vom Fleck gekommen. Dann wusste man halt auch nicht, was kommt da noch. Und dann haben quasi Volkmar und Volker entschieden, sich umzudrehen und über eine sicherere Straße quasi haben wir uns dann wieder getroffen an einem Ort weiter vorne. Markus und ich, wir sind dann diese Offroad-Passage noch gefahren, weil wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal. Ne? Wir hatten jetzt etwas leichtere Motorräder dann und das hat dann gut funktioniert. Aber wir hätten auch, also es hätte auch sein können, dass wir mitten auf dem Weg umdrehen hätten müssen, aber das war jetzt ein Risiko, was wir bereit waren einzugehen. Ja. Das heißt, ihr wusstet, ne, da geht es schon irgendwie lang, aber wie es dann genau aussieht, sieht man erst, wenn man da vor Ort ist. Genau, und das sind auch genau die Strecken, wo du irgendwie fährst und denkst so, wow, krass, ist das geil, dass man hier so fahren darf. Das hast du ja in Deutschland so, würde ich jetzt mal behaupten, nee, so hast du es halt nicht. Ne, da sind überall Sträucher, Büsche, menschenleere, denkst du. Das ist auch so ein Phänomen. Du denkst, du bist irgendwo in der totalen Walhalla. Da ist nichts Natur, nur, also nichts an Mensch, nur Natur. Und dann plötzlich kommt dir da jemand her, gelaufen, gejoggt auch. Wo ich mich frage, wo joggen die? Also wie weit können die joggen? So, das ist faszinierend. Ja, also da habe ich mich oft gewundert in diesem Land. Ja. Und hat das geklappt, dass ihr euch dann an irgendeiner Stelle wieder getroffen habt? Weil auch das ist ja nicht so einfach, ne? Zu sagen, irgendwie da und da treffen wir uns wieder. Ihr fahrt außen rum, wir fahren mitten durch. Ja, das hat erstaunlicherweise geklappt, aber wahrscheinlich auch nur, weil Markus das organisiert hat. Also Markus ist da wirklich so ein richtiger Pro drin, der ist so technisch absolut versiert und die hatten auch alle echt gute Navis, so. Deswegen hat es gut funktioniert. Also da... Wirklich ist es, glaube ich, echt gut, wenn man sein Navigationssystem kennt und technische Kenntnisse hat. Okay, so. Also man sollte immer einen Markus dabei haben. Man sollte immer Markus dabei haben, genau. Ich kann mich erinnern, ihr hattet dann irgendwann auch Probleme mit Durchfall, Dünnpfiff in der Wüste. Ja. Das ist natürlich, wenn man unterwegs ist im Gelände, das ist ja richtig körperlich auch anstrengend. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, wie das ist eigentlich mit körperlicher Fitness. Man arbeitet mit dem ganzen Körper, aber das ist gar nicht so einfach, wenn der Körper gar nicht so will und man geschwächt ist. Ja, genau, das ist erst Volker passiert, direkt am Anfang schon, noch auf dem Weg in die Wüste, dass er wirklich ich glaube, das war der zweite Abend oder so, da bin ich morgens aus dem Zimmer im Riad raus und dann saß Volker schon im Flur. Und er sagte, Caro, geh lieber nicht auf diese Toilette. Ich sage, warum? Ich habe da die ganze Nacht drauf gesessen. So. Dieses Riad hatte zum Glück zwei Toiletten, aber der hat wirklich die ganze Nacht dann auf dem Klo gesessen und der war halt entsprechend geschwächt auch am nächsten Tag. Und das war halt auch der Grund, warum wir dann uns der nächste Tag war halt dann auch der Tag, wo es dann nochmal in diese Steinwüste ging. Und er war halt so geschwächt und da hat man sich echt so gedacht, puh, das ist grenzwertig, ne? Dann mit so einem geschwächten Körper, ja, der konnte dann auch irgendwie nur Wasser trinken an dem Tag und es hat dann auch wirklich mehrere Tage gedauert, bis er wieder auf Spur war, so richtig. Wir haben da viel dann mit Elektrolyte gearbeitet und
Ja, irgendwie genau, versucht. Wasser ist ja erstmal sehr, sehr wichtig, weil auch wenn es jetzt nicht so super heiß ist, trotzdem dehydrieren, das ist ja eine große Gefahr, dass man da denkt, irgendwie, ne, dann trinke ich ja nicht so viel, muss ich nicht Pipi machen, aber dann, also ihr habt viel getrunken und Elektrolyte, was habt ihr da gemacht? Chips gegessen? Nee, das kann man sich von der Apotheke kaufen. Ah. Ich wusste das ehrlich gesagt auch noch nicht vorher. Okay. Aber seit diesem Vorfall war das quasi eines der Hauptnahrungsmittel von Volker. Nein, ich weiß es nicht, wie viel er sonst noch gegessen hat, aber das war schon, das tut man sich halt einfach wie so ein Pulver ins Wasser. Ja. Und dann hilft das einfach dem Körper irgendwie Vitamine und irgendwelche Nährstoffe zuzuführen, Mineralien, dass man halt einfach wieder... Ich glaube, das sollte man auch nehmen, wenn man keine Magenprobleme hat. Einfach so vielleicht zum Vorbeugen. Ich hatte halt dann einige Zeit später auf dem Weg nach Fes, kam es bei mir dann auch oben raus. Und da habe ich das dann leider erst zu spät genommen, aber halt im Nachhinein auch genommen. Und ich denke mal, mir hat das auch geholfen, da wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. Ja. Elektrolyte aus der Apotheke. Also hier, ne? Ernährungstipps von Caro live im Podcast. Kalorienarm, super. Ja. Und diese Steinwüste, die du beschreibst, das war jetzt erstmal nicht so sandig, sondern vor allem Steinsbrocken. Also ich habe in den Videos gesehen, teilweise musstet ihr erstmal vorgehen und erstmal die Brocken so zur Seite bringen, damit man da irgendwie mit dem Motorrad hindurchfahren kann. Ja genau, das war so ein Abhang, wo wir irgendwie draufgekommen waren, weil wir dann quasi so Offroad navigiert haben und dann hast du ja quasi gar keine richtige Straße so vor dir, wo du weißt, da bin ich jetzt auf der Straße, sondern du guckst ja quasi nur von oben so drauf und weiß halt so, da irgendwo da in die Ecke muss ich hin, hier bin ich als Punkt und ich fahre jetzt einfach mal. Macht das irgendwie Geräusche? Nee, okay. Alles klar. Und du bist halt nur so ein Punkt und musst irgendwie gucken, je nachdem, wo du dich bewegst, so kommst du deinem Ziel irgendwie näher. Und dann war das halt gar nicht mehr so einfach zu wissen, was ist jetzt die Straße und was ist jetzt nicht Straße. Und irgendwann waren wir dann halt auf so einer Erhöhung und da runter ging halt einfach nur noch Geröll. Zur anderen Seite waren irgendwelche Grasbüschel, wo man immer mit der Fußraste hängen geblieben ist. Also das war, dann war irgendwie, man konnte sich so aussuchen, Cholera oder Pest, wo fährt man jetzt? Dann fahren wir halt, die Steine hangen da runter und da war es halt echt gut, dass wir zu viert waren. Wirklich, das haben wir dann einer nach dem anderen gemacht. Die anderen haben dem einen, der dann gerade runterfahren wollte, geholfen, da irgendwie die Steine aus dem Weg zu hieven und ja, dass einfach nichts passiert. Wir haben es alle geschafft. Ja. Seid ihr auch mal gestürzt? Ja. Also in der Sandwüste nachher, in der Erg-Chebbi, häufig. Da war halt eher das Problem, dass man das Motorrad eingegraben hat. Man hat Gas gegeben und das hat sich halt mit dem Hinterreifen... Ach so, mit dem Sand, ne? Ja. Dass der Reifen keinen Grip hat. Ja. Der Sand fliegt weg und das Motorrad sinkt so langsam ein und die Situation wird eigentlich immer schlimmer. Da wünschst du dir, dass dein Motorrad wenigstens umfallen würde. Du schippst es sogar noch freiwillig um, weil du es nämlich dann nur so irgendwie rauskriegst aus diesem Loch. Weil ansonsten steckt es da und steht im Sand. Ja. Kannst du da zur Zierde stehen lassen. Ja. Du hast gerade die Navigationskünste von Markus gepriesen, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, ihr habt euch auch mal verfahren und wusstet irgendwann nicht mehr genau, wo sind wir, beziehungsweise wie kommen wir hier wieder weg? Ja, das stimmt. Das ist so. Ja. Und die goldene Regel, niemals im Dunkeln in der Fremde fahren, gerade da, wo es eben halt keine Straßenbeleuchtung oder überhaupt richtige Straßen gibt, hat auch nicht so ganz funktioniert. Nee, das ist auch wirklich was, das ist eigentlich für mich so eine innere Regel. Ich möchte immer bei hellem meinen Platz finden, wo ich schlafe, weil es einfach unentspannt ist im Dunkeln, gerade in so einem Land. Wenn du dann da irgendwie schon gar nicht mehr weißt, wo du bist und es fängt schon an, die Sonne geht unter, dann fährst du irgendwann ohne Straße im Nirgendwo in der Wüste und du bist im Dunkeln, du weißt halt gar nicht mehr, wo der Weg ist, dann haben wir teilweise jemanden vorfahren lassen, der geguckt hat, geht's da irgendwie in die nächste Stadt oder da. Wir sind irgendwann nur noch nach Lichtern und so grober Navigation. Also das war echt krass. Die Sache, macht man das halt komplett auf Sicherheit oder geht man das Risiko ein und sagt, okay, wenn wir jetzt hier runterfahren von der Strecke, kann es sein, dass wir hier übernachten müssen. Und dann überlegst du dir, hast du genug Wasser dabei, hast du genug Sprit, dass du hier irgendwie wieder rauskommst, weil Menschen kommen hier sehr wahrscheinlich nicht vorbei. So. Und solche Momente hatten wir. Und nach dem Tag habe ich mich gefühlt wie neugeboren. Ja.
weil es einfach krass ist. Also du wusstest, du kommst auch wieder lebendig aus der Situation heraus. Ja. Ich meine, das Gute für uns, die wir diese Videos sehen, zumindest gibt es wunderschöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang in der Wüste. Also das ist schon sehr, sehr romantisch. Aber ich stelle mir vor, in der Situation selber wünschst du dir eigentlich dann doch lieber irgendwo im sicheren Hafen zu sein. In der Situation selber denkst du dir irgendwie nur, ich hoffe, dass wir heute noch was finden zum Schlafen, weil so ganz da draußen übernachten ist schon unheimlich, weil da ja auch so diese wilden Hunde sind. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Aber selbst das wäre wahrscheinlich auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, selbst das wäre ein tolles Erlebnis. Und dieses Fahren danach war auch geil. Also selbst in dem Moment denkst du dir, mega, mega, dass du das gerade erlebst. Und du bist zwar aufgeregt und du hast irgendwie das Adrenalin im Blut, weil du siehst dann vor mir, fuhr Markus, plötzlich schießt da so ein Hund von der Seite im Dunkeln an und du denkst so, beiß mir jetzt bloß nicht in Stiefel, so, aber das, also du überlebst es ja und das ist halt einfach geil. Also, das ist cool. Das ist die YouTuberin. Oh, ja. Und der Rang ist geil. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier lebend rauskomme, aber Hauptsache ja gute Videos. Stichwort Sicherheit. Ihr seid, zumindest als ihr wieder mehr auf Asphalt unterwegs war, auch öfter mal in der Polizeikontrolle reingerutscht. War das irgendwie eine problematische Situation? Dachte ich erst. Also die ersten Polizeikontrollen waren so, dass ich da echt unwohlige Gefühle hatte und dachte so, oh, was ist denn jetzt? Ne? Und vor allem, weil sie uns relativ am Anfang auch dann eine Karte weggenommen haben, dachte ich irgendwie so, man muss echt aufpassen, die nehmen einem auch was weg und die sind Landkarte. Die greifen auch durch, genau, weil da ein Strich war, wo keiner sein sollte und das ist halt so, dann hast du einmal diese Erfahrung gemacht, aber im Endeffekt sind einfach Touristen in Marokko, glaube ich, sehr sicher unterwegs, weil die Marokkaner wissen, glaube ich, auch, dass sehr viel durch die Touristen an Geld, dass da einfach sehr viel dadurch auch funktioniert gut und deswegen muss man da einfach auch gar keine Sorgen haben. Die Polizisten waren immer sehr nett. Ich habe dann auch irgendwie erfahren durch Kommentare unter meinen Videos, dass das gar nicht immer so Polizisten sind, sondern so Gendarmes, irgendwie so nochmal so eine andere Art von Aufpassern. Die sind, glaube ich, einfach ein bisschen harmloser, aber die sind immer sehr nett. Also die winken einen manchmal vielleicht ran, dann fragen die, was machst du hier? Und dann sagst du, ach, ich bin Tourist, ich fahre hier. Ah ja, okay, ciao. So. Dann ist es uninteressant. Okay, sehr gut. Was ich auch gelernt habe, ist, dass das Atlasgebirge durch Marokko geht. Mhm. Ne, weil sonst habe ich eher so das Bild von der Wüste, alles ist flach. Aber ihr wart auch richtig im schönen Gebirge unterwegs. Ja, das bringt halt mit sich, dass es da super schöne Schluchten gibt und Pässe. Und wir sind zum Beispiel durch die Todra-Schlucht und die Dades-Schlucht gefahren. Und das sind, also kann ich jedem ans Herz legen, das sind super schöne Fahrerlebnisse. Die Straßen sind teilweise irgendwie, ich glaube, nur 30 Meter oder sowas breit. Also ganz, ganz schmal. Und die Felsen ragen über dich. Du denkst, wenn der jetzt abfällt, dann war das. Aber war schön, also da durchzufahren. Genau, so am Berg entlang, ne? Auf der einen Seite geht es tief runter, auf der anderen Seite ist eben halt der Berg und da ist irgendwie so eine Straße reingegraben und ihr fahrt da so durch. Genau, und die Straße ist quasi durch einen Fluss, der durch diesen Berg fließt, geformt. Also nicht die Straße ist dadurch geformt, aber diese Furche. Ja. Und das ist halt toll, weil du fährst so neben diesem kleinen Fluss. Es ist traumhaft, es ist wirklich so oasenmäßig, so wie man sich das so vorstellt. Also, und es gibt sogar richtige Kurvenstrecken, habe ich gesehen. Mhm. Ja, wir sind dann auch nach der Dades-Schlucht, kam dann so ein Pass. Ich war auf sowas gar nicht vorbereitet. Ich plane das einfach nicht so krass und ich gucke mir auch vorher nicht 10.000 Videos an. Ich fahre halt einfach los und dann sehe ich, was da ist. Und dann war ich überrascht, weil du denkst, du hast eigentlich das Tolle schon hinter dir. Man kennt so diese klassische Aufnahme runter auf so einen Pass, der asphaltiert ist. Und dann ging es aber danach erst richtig auf so einen Schotterpass und dann ging halt gerade die Sonne unter und dann kamen diese Berge, das war einfach unfassbar schön. Das war wirklich, das sind so Momente, da denkst du, das ist die gleiche Welt, auf der wir hier in Deutschland leben und das ist irgendwie so anders und ja, faszinierend. Ihr wart auch in einer Oase, Oase Merzouga. Ja. Wie sieht eine Oase aus in echt? Also Merzouga ist halt eher so eine Touristenstadt. Also
man sagt Oasenstadt, aber es ist halt mehr so sehr touristisch ausgelegter Ort mit, man kann da halt viele so Quad-Touren buchen, Kameltouren, weil mir sogar halt direkt an der Sanddünenformation Erg Chevi gelegen ist. Und das ist halt, glaube ich, der Hotspot für Touristen, die Bock haben auf Adventure und ja, so rein in eine Wüste und so. Deswegen von der Oase selber habe ich jetzt nie so richtig was gesehen. Ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, wenn man mehr Zeit hat, darf man sich das echt gönnen, mal das Motorrad einen Tag stehen zu lassen und mal zu Fuß in dieses Land einzutauchen, weil ich glaube, dann sieht man noch mal mehr anders. So. Okay, aber ihr habt da jetzt keine Tour gebucht, sondern ihr wart auf eigene Faust selbst unterwegs. Erg Chevi hast du gerade schon genannt. Was ist das? Das ist ein Teil von der Wüste. Genau, das ist eine Sanddünenformation mit bis zu 300 Meter hohen Sanddünen. Erg Chevi selber ist ungefähr 22 Kilometer mal 5 Kilometer groß. Und da kann man einmal so rund drum herum fahren. Also wir hatten extra vorher so ein Buch gekauft, wo man dann diesen Offroad-Track auch hatte und wussten dann, wo wir langfahren müssen, um da einmal so drum herum zu fahren. Und das war toll. Also das kann ich jedem nur empfehlen, das auch mal zu machen. Ob jetzt geführt oder auf eigene Faust, da muss man einfach gucken, wie man sich wohlfühlt. Aber es hat sich total gelohnt, weil auch da triffst du halt dann, du fährst mit dem Motorrad, triffst du dann irgendwie Menschen, die wirklich da leben, mitten in dieser Wüste, in Zelten, also so Nomadenvölker noch, ja. Wir haben dann den Esel am Stock vorne angebunden und noch ein paar Kamele dabei. Ja, Wahnsinn. Also das, ja, ist einfach, ist ein wahnsinnig spannendes Land. Ja. Marokko. Ja. Bist du auch mal so richtig mit dem Motorrad in so eine Düne reingefahren? nee, also so in diese richtig hohen Dünen bin ich nicht, weil ich bin nur an den Rand von diesen Dünen gekommen und ich bin halt nicht mehr weitergekommen. Ich glaube, dann musst du mit richtig Schmackes, also du musst richtig 70 PS, also 70 km/h schnell sein, musst dann da reinfahren und ich glaube, dafür war ich nicht mutig genug. Nee. Also ich habe viele Szenen gesehen, wo du schon sehr, sehr mutig unterwegs bist im Sand, weil im Sand Motorrad zu fahren, das ist ja echt die große Überwindung, dass der ganze Körper und dein Geist sagt dir, du musst bremsen, du kommst ins Schlittern und du musst genau das Gegenteil tun, nämlich Gas geben und du bist da richtig durchgebraust mit Tempo. Das ist ja auch das Schöne, wenn man das macht, je länger man das macht, desto sicherer fühlt man sich auch und je öfter man... Da muss man erstmal hinkommen. Klar, deswegen muss man das einfach machen. Ist die Überwindung dieses Gefühls, eigentlich muss ich jetzt langsamer werden, am besten noch bremsen, am besten noch mit der Vorderradbremse und dann liegt man sofort hin. Ja. Aber dann diese Erfahrung zu machen, ich gebe jetzt Gas, das Motorrad wird stabiler, ich gebe noch mehr Gas, weiß, es wird noch gefährlicher, aber dadurch wird es auch gleichzeitig stabiler. Genau, du gewöhnst dich halt irgendwann an diese Instabilität vom Motorrad und dann machst du dir da gar nichts mehr draus. Jemand, den wir vorher gesprochen hatten, der schon Wüstenerfahrung hatte, der meinte immer, es fühlt sich immer so an wie kurz vor Sturz. Und das ist richtig. Ja, gut. Genau, ihr habt einen anderen Motorradfahrer kennengelernt, den Grigori. Ja, Schweizer. Auf der Fähre das erste Mal getroffen, ins Quatschen gekommen und den haben wir unterwegs in Marokko immer wieder getroffen, ohne dass wir uns verabredet hatten, weil natürlich als Motorradfahrer fährst du halt gewisse Hotspots an und wir hatten irgendwie so ungefähr die gleiche Route. Der hatte eine viel leichtere Maschine, hat nachher auch so eine Radfahrerin noch hinten drauf mitgenommen. Der war auch gut unterwegs, ja. Hey. Ja. Genau, und auf der Rückreise auf der Fähre haben wir ihn auch getroffen, der kommt noch mal kurz im letzten Video auch drin vor, mit dem haben wir dann noch mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen, wie Marokko denn so ist. Ja. Du hast es so beschrieben, dieses wirklich im Sand fahren mit hüpfenden Herzen durch die Wüste. Ja, das war auch so. Ja. Ein Thema, was dich auch beschäftigt hat, gerade schon von Anfang an, als du nach Marokko reingefahren bist, waren so das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit. Da hast du, glaube ich, nochmal einen besonderen Blick drauf gehabt, weil am Anfang hast du gesagt, man sieht eigentlich kaum Frauen im Straßenbild. Genau, das war an dem einen Morgen, vor allem war mir das aufgefallen, da sind wir morgens aus dem Hotel raus und ich hatte halt vorher mal aus dem Hotel heraus auf die Straße geguckt und man sah irgendwie nur Männer und die Frauen erkennt man halt daran auch ganz gut, dass die oft auch komplett vermummt sind, also noch mit Tüchern, mit Burka und sowas. Und das hat sich dann aber später zum Glück nicht bewahrheitet, also man sieht auch Frauen auf den Straßen, aber die sind halt tatsächlich auch noch teilweise wirklich gerade in Städten sehr verhüllt. Aber was mich halt irgendwie total glücklich gemacht hat, war zu sehen, mit was für
glücklichen Augen und Gesichtern, die einen trotzdem angucken. Also gerade wenn man dann ein bisschen rausfährt aus den Städten, dann ist das auch anders, dann sind die auch frei, tragen ihre Haare offen und dann sieht man einfach auch, dass die total glücklich sind da. Ich glaube, da machen halt viel so die Frauen unter sich, die Männer für sich, aber ich glaube, die kommen da echt gut mit klar. Also das ist so, die sahen zufrieden aus und das hat mich total glücklich gemacht. Auch die ganzen Kinder, es sind ja wahnsinnig viele Kinder da. Stimmt. Ich glaube, die haben einfach mangels Verhütungsmittel irgendwie da echt da ein bisschen Überfluss an Kindern und das merkt man. Ja. Und das ist schön, weil du fährst da durch und die Kinder freuen sich ja. Ne? Nur man muss halt auch aufpassen, weil die laufen einem teilweise extrem vors Motorrad. Also ich weiß nicht, ob es da schon viele Unfälle gab, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch manchmal nicht gut ausgegangen ist. Okay. Ja. Aber bei euch war, ist alles gut gegangen? Alle Kinder leben, alle gut. Motorräder, alles gut. Aber allgemein, so auch um Menschen zu begegnen, ist es, glaube ich, immer gut, raus aus der Stadt, da wo es ein bisschen ländlicher ist, ist es auch leichter, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Absolut, ja. Irgendwann war eure Zeit um, ihr musstet wieder zurückkehren. Wie hat das geklappt mit der Rückreise? Die Rückreise ging eindeutig schneller, weil wir sind dann quasi nur mit der Fähre bis Barcelona gefahren und sind dann die 1500 Kilometer mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Und das war halt auch irgendwie so eine bisschen crazy Aktion von uns. Wir sind nachts mit der Fähre angekommen in Barcelona und dachten, wir fahren die 1500 Kilometer durch. Wir sind dann die ganze Nacht 1500 Kilometer durchfahren. Ja, wir sind wirklich dann die ganze Nacht bis in den nächsten Mittag reingefahren und es hat geregnet, wir konnten teilweise gar nicht schnell fahren, aber wirklich von, ich weiß nicht, wann wir angekommen sind, 11 Uhr oder 12 Uhr abends bis am nächsten Tag um 5 oder so sind wir halt gefahren und irgendwann haben wir aber gemerkt, so, ja, es ist jetzt Quatsch, das ist, irgendwann ist es nur noch gefährlich, weil man kriegt so Kurzschlafphasen, wo man gar nicht, also man fährt und plötzlich wacht man so auf und denkt so, oh ja, Motorrad, ich bin genau. Ich sitze ja auf dem Motorrad, genau. Ja, und da war halt irgendwie, also wir haben uns dann getrennt, jeder hatte so ein bisschen dann einen anderen Rückweg auch und ich habe dann eine Übernachtung aber noch gemacht und bin dann am nächsten Tag die restlichen Kilometer nach Hause gefahren. Und bist wieder heil zurück angekommen. Yes, absolut. Caro, du hast Videos gemacht, die online gestellt auf YouTube, man findet dich unter Caro unterwegs und ja, es sind spannende Geschichten, noch einige mehr, als du hier jetzt erzählen konntest und vor allem sehr, sehr schöne Bilder von der Wüste, von der Sahara, von Marokko. Mhm. Du hast schon gesagt, eigentlich die Runde, die ihr eigentlich drehen wolltet, das hat gar nicht so hingehauen. Jetzt im Rückblick, würdest du nochmal nach Marokko fahren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich würde mit mehr Zeit hin. Und ich würde sogar einige Stellen, wo wir jetzt waren, nochmal anfahren, weil es einfach so schön war. Und ich würde einfach das Motorrad vielleicht auch mal einen Tag stehen lassen und zu Fuß irgendwas machen, klettern gehen oder so. Ja. Okay. Caro, ganz herzlichen Dank für deine Reisegeschichten. Danke, Claudio. Jo. Danke euch. Ich sehe, du hast hier im Publikum auch ein paar Fans, die hier mit den Caro unterwegs T-Shirts und Hoodies unterwegs sind. Genau. Deine Klamotten gibt es auch beim Shop von Dirty Rocks. Genau, von Chris und Howie, genau. Jo. Wo es übrigens auch das Pegaso Reise T-Shirt gibt. Sehr schön. Genau. Dieser Tipp am Rande. Wir müssen jetzt die Bühne verlassen, denn gleich geht's hier im Programm weiter. Ich danke ganz herzlich hier Motorradabenteuer, dass wir hier auf der Bühne diesen Live-Podcast aufnehmen konnten. In ein, zwei Wochen wird es den auch online geben bei pegasoreise.de. Und ja, nochmal herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an euch alle für die Aufmerksamkeit. Danke.